Und es geht weiter. Dam, dam, dam. Der epische Kampf wartet. Und mit Hintergrundbeleuchtung, weil es ist dunkel. Und wir haben Angst. Mach los, geh rein. Tu es. Haben wir genug? Okay. Warte, bevor du noch weiter gehst. Kommentar. Hast du gesehen, wie das nicht... Nein, wir haben keine Kräuter mehr. Hm. Was hast du mir nur sagen, Kräuter? Ja, genau, ich, ne? Nee, ich meine Evelyn, was hast du mit unseren Kräutern gefragt? Nicht du. Du doch nicht. Wir haben noch dieses eine Mittel, was wir gegen Evelyn benutzen können. Diese seltsame Flasche, ne? Lebeproof von Evelyn. Hm. Ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt rein. Ich will, dass du etwas für mich machst. Tu es. Egal was, tu es einfach. Ethan. Nein, wir müssen jetzt doch bestimmt nicht gegen Ethan kämpfen, oder? Alter. Ethan. Okay. Sind wir jetzt Ethan? Ethan. Nein. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu... du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Mal von einer ganz anderen Seite. Ist ja einer von den Blüten. Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Mehr geht oder nicht. Was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Wenigstens. Das gibt's doch nicht! Wir haben gerade so viel Munition bekommen! Warum zum Geier sollen wir sie denn? Weil das wahrscheinlich nur ihr Geist ist oder so. Und warum? Sie war doch da drinnen! Ja, nein, das war ihr Geist. Und sie hat sich jetzt quasi geopfert, die Mia, damit wir abhauen können. Evelyn meinte, sie muss ja was für mich tun. Also hat sich Evelyn quasi, Mia sich Evelyn hier angeboten, damit ich
also Ethan jetzt entkommen kann. Aber warum hat er, warum kriegen wir gerade, warum wurden wir gerade zugemüllt mit Waffen? Das ist vielleicht auf jeden Fall schon ein Eindruck. Okay, kleines Mist. Das hatte Mia, aber. Wo zum Teufel bist du? Ja, ich hätte irgendwas gesagt, Mann. Toll. Wieso kriegen wir keine. Warum haben wir unsere alten Waffen nicht? Das wenigstens doch. Wir hatten eine tolle Shotgun. Da unten kannst du durch. Ja, ja, aber ich höre. Es ist alles deine Schuld. Okay. Fick dich, Evelyn. Also, aber wir haben gesehen, Mia wurde wieder kontrolliert. Oh nein. Aber wir haben wieder viel Platz. In die Tiefen. Alter, das Spiel will auch echt nicht aufhören, ne? Wir haben hier nichts mehr hier, ne? Wir kein gar nichts. Oh Mann. Was ist das für ein assi Spiel? Wir kriegen so viele Waffen und dann... Nee, fick dich. Darfst dich behalten. Alter. Das ist eine Ölplattform. Oh nein. Und es gibt immer noch Lucas, ne? Und die Oma. Auf. Tote Fische überall. Ja, das ist so ein Tanker-Unfall. Ja. Im Haus. Das ist die Familie hat umgebaut. Von der Riesenvilla. In so ein kleines Häuschen. Jetzt ist die Frage, steckt auch hinter allem jetzt dieser böse Umbrella-Konzern, wie in den ersten Spielen? Ah, super. Habe ich da gerade Maschinenseiten? Nicht mal eine Waffe, um den kaputt zu machen. Du bist nicht auf Arschspiel. Ja, jetzt geht das wieder los, ne? Klar. 1892? 18. Februar 1892. Es gab einen Einschuss in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden ist zu unstabil. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollten, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay. Abercrombie, Salzbergwerk, South Dalvey. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Lucas soll er sein? Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Oh, es ist ein böser Konzern. Was ist das? Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Kann ich das nicht nehmen? Okay. Alter! Hätten wir jetzt... Alter, das ist unsere alte Kiste. Und wir haben... Wir haben Münzen, wir können uns Waffen kaufen. Wir haben alles bekommen! Oder? Wir haben die defekte Schrotflinte, wir haben noch einen Reparatursatz. Wir haben alles! Alles! Digga! Alter, das wird so ein Schlachtfest, glaub mir. Alter, wir haben alles bekommen. Haben wir noch... Okay, mach erstmal... Was haben wir da zur Auswahl noch? Steroide? Ne, Stabilisierer. Pistole? Stabilisierer? Ne, das ist schon weg. Schiffssumpflabor. Was hier ist, ist der... Ich würde auf jeden Fall diese... Die Steroide holen, oder? Wie das viel kosten denn die? Nein, das ist ein Stabilisierer. 5, 9. Schade. Hier, Stabilisierer, hört auf die Nachladegeschwindigkeit. Ach so. Dass er schnell nachladen kann. Ich meine, eine Pistole brauchen wir nicht.
Die ist zwar... Was haben wir an Waffen jetzt überhaupt? Alles. Wir haben alle. Aber alle, wie sollen wir denn alle mitnehmen? Das ist ja nicht unmöglich. Also die Effekte brauchen wir nicht. Die Schrotflinte reparieren. Ja, aber wir haben ja schon eine. Wir haben hier eine Flinte. Einen Brenner. Einen Granatwerfer. Wie soll man das alles machen? Alter, wir haben alles scheiße. Warte, als ob wir uns jetzt entscheiden müssen, was wir mitnehmen sollen. Warte, nimm einfach alle Waffen. Ich speichere erstmal. Alter. Ich weiß da gleich nochmal, aber ich weiß nicht. Was? Ihr wollt mich leicht verarschen. Sollen wir das, holen wir uns einfach die Nachladegeschwindigkeit, oder? Ja. Weil, wir brauchen nicht noch eine Pistole. Brauchen wir überhaupt Nachladen, wenn wir gleich alle Waffen mitnehmen? Alter, du. Also grob entscheiden, wir holen uns das Ding, ne? Ja. Oh, kann ich nicht irgendwie alle nehmen? Wow. Juchhe. Ich hab nur noch 3 Münzen. Ja. Alter, Junge, weißt du, was wir jetzt machen? Und zwar, wir können die Nachladegeschwindigkeit erhöhen, indem wir das Zeug ab jetzt Digga. In den Körper rammen. Alter, der Arm sieht aber schon ein bisschen wie dir das. Ja! Mitgenommen. So. Haben wir nicht noch... Einfach nur, um es zu machen, würde ich die Schrotflinte aber noch reparieren. Also, damit man mal was gemacht hat, ne? Ja, vielleicht gibt es einen Erfolg. Zusätze also in der Mitte ziemlich. Ja. Oder wir reparieren die Pistole. Musste glaube ich so kombinieren. Ja, okay, dann musst du es einzeln machen, da jetzt kombinieren. M21 Flinte. Ja, aber das ist eine andere Flinte. Ja, weil das war eine M37 Flinte. Okay, wo ist jetzt natürlich welches besser? Die hat eine hohe Streuung. Und aus dem Nahkampf und die? Ordentlich austeilen. Ja, okay, das ist jetzt kein großer Unterschied. Das ist eine andere Flinte. Komm. Haben wir für die Munition? Ja, das ist dieselbe Munition. Ja? Ja, weil ich hatte die selbe Munition nachgeladen. Achso, okay. Ich weiß nur nicht, wie ich zum Beispiel entleeren könnte. Warte mal, wie du was? Wie ich die Munition entleeren könnte hier in der Waffe. Das geht nicht mehr. Nee. Nee. Wollen wir jetzt die Flinte nehmen? Weil... Nimm sie einfach mal. Was nehmen wir noch mit dem Granatwerfer? Psychotikum können wir eigentlich. Na, nimm mir erstmal das Messer und mach das Mr. Everywhere kaputt. Ja, gleich. Auf jeden Fall. Ja. Dann Mr. Everywhere. Ja, Moment. Okay, alles. Ich glaube, da liegt da unten noch was. Bitte nicht. Maschine. Alter, okay, das ist gut. Ja, jetzt haben wir gar keinen Platz mehr. Du musst Everywhere zerschlagen. Also zerschießen musst du den. Ich glaube, da kommst du so nicht ran. Okay. Ah, Munition gespart. Wir haben echt keinen Platz mehr gleich, ne? Und die Bomben muss ich gleich wieder rüberziehen. Egal. Egal. Ja, man kann so richtig schön mit der Pistole rumballern. Dann haben wir ordentlich Munition. Ich weiß nicht, wir spielen noch ein bisschen kurz, weil wir jetzt die ganze Zeit nur Mikromanagement haben. Ne? Das können wir vielleicht sogar ein bisschen schneiden. Das kann ich ja dann müssen. Ich mache einen schnell neuen Speicherstand. Ja. Weil, falls... Ja, neuer Speicherstand. Everywhere, Mr. Everywhere. Weil wir haben eine, glaube ich, Stelle schon übersehen, wo wir Mr. Everywhere hätten erledigen können. Stimmt, die eine oder andere Stelle. Ach, von hier... Ja, das ist eben... Die ist nicht unsere Munition. Ja. was... Kannst eine Chemikalie wieder ablegen. Dann können wir die mitnehmen. Wer weiß, ob vielleicht später beim Endboss vielleicht noch eine Kiste steht. Könnte ja so gut sein. Ich weiß, ob wir überhaupt einen Endboss haben.
Ich rede einfach so vom Endbosskampf. Ich gehe stark davon aus. So. Alter. Das sind alles. Das ist alles einsammeln, so. Ja, auf diese Mac-Munition, die auf die, oh, weiß ich nicht. Die scheiße ich jetzt. Aber vielleicht willst du noch was ablegen. Genau deswegen. Spiel? Du regst mich auf. Wir haben keinen Platz mehr. Scheiße, scheiß auf sie. Ich habe ja gesehen, es gibt so einen Erfolg, den wir freischalten können. Deswegen kann ich das Spiel die Kiste nur dreimal öffnen. Ja. Mach das mal, Spiel, wie soll das gehen? Sachen, die verzichten müssen. Alter, wir hätten nie was mitgenommen. Oder hier nur dreimal heilen. Digga, wie sollen wir uns nur dreimal heilen können? So, ich habe jetzt dieses Ätzmittel weggetan, ich brauche nicht mehr. Habe ich jetzt beschlossen. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt gleich gegen Soldaten kämpfen. Wer ist das? Das ist eine Kreatur, meine ich. Schieß direkt aus der Ferne auf die, wir haben hier so... Das war schießen. Warte einfach, du wärst nicht im Mundi. Oh. So, jetzt haben wir wieder einen Slot frei wegen verbesserter Munition, die ist weg. Ja, wir haben wieder einen Slot Munition. Ja. Warte, was soll jetzt? Hinter, genau da unten. Ist da vielleicht noch was hinter? Ah, gut mitgedacht. Ich würde sagen, ja gut, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt rausschneiden werde wegen dem Mikromanagement. 10 Minuten rausschneiden wegen dem Inventar. Weißt was? Ich will mal was ausprobieren. Hallo! Alter! One shot! Was war das? Oh. Das macht Spaß! Nein, ich nehme sie nicht mit. Wir haben keinen Flammenwerfer. Nein. Was wir noch haben? Flintenmuni, danke. Also ich will diesen Brennstoff nicht mitnehmen. Also ich kann ja schon mal mitnehmen, falls wir nochmal in der Kiste kommen. Sie nachgeladen, die Flinte? Ich meine schon. Ja, okay. Ich dachte immer nach. Okay, ich habe jetzt Angst, dass wir was triggern. Jetzt gibt es keinen Weg zum... Mehr. Ich dachte, das geht einfach nach oben. Okay, warum? Weiß ab. Haben die nicht gesagt, Lukas ist dort? In der Mine? Oder von Lukas kam... Ja, das sind andere Leute. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Labor. Alter, haben die, wurde die hier die Evelyn hergestellt? Ich weiß nicht, irgendwie... Sollen wir... das Messer können wir... Ist okay, das ist einfach so. Es macht keinen Sinn, noch mehr zu sortieren. Ja. Wir können ja das Messer dann schnell wieder nochmal rausholen. Lukas, willst du mich verarschen? Fick dich. Weißt du, die sind es gar nicht mehr wert. Weißt du? Ja, es ist ja okay. Die ich pass auf die Sprengfallen auf. Ich teabagge die nicht mehr. Sie sind es einfach nicht mehr wert. Als ob Lukas da einfach. Das ist so krank, das Spiel. Wenn es Lukas ist. Genau. Dafür die ganze Muni. Was ist das? Kraut. Was haben wir denn? Du könntest so ein Arzneimittel herstellen. Mhm. Leg das einfach kurz ab. Ah, das kannst du nicht so ablegen. Ja, es wird dann verloren gehen. Ja, weißt du? Ja. Aber wir haben es eh nicht dabei. So, ups, ups. Es wird aus Versehen passiert. Das starkes. Wir haben können eh nur das machen, weil ich habe das andere gar nicht mitgenommen. Weil ich habe das... Ich dachte einfach nur gerade, dass du dich verfickt hättest jetzt schon. Doch, habe ich eigentlich schon, aber... Da ist noch Money.
Hinter dir oben. Oder da. Jetzt. Verlass den Blickschuss! Gut, so gut. Gut mitgedacht. Nimm jetzt nicht die Schrott. Brauchen wir noch. Lebst du immer noch? Wow. Oh! Alter, ich hab... Okay. Ich hab irgendwie geschafft, den umzubringen. Ja, das ist auch gut. Jetzt ist die Frage, wie lange nimmst du jetzt auf? Ich würde sagen noch 5 Minuten, weil wir jetzt... Okay. Ich werde viel vom Mikromanagement rausschmeißen. Sehr vorsichtig. Wir haben viel zu viel Money. Alles geil. Oh nein. Was denn? Ja, guck mal, drei Richtungen. Hier, ja, hier geht's schon mal nicht weiter, das ist gut. Ich mag's, wenn es nicht weitergeht. Ach, das ist so eine Magnum. Kannst du liegen lassen, brauchen wir nicht. Ah, wir hätten die vielleicht doch reparieren können. Weil das ist ein, ist ein Revolver. Der macht viel Schaden. Aber ist jetzt egal, haben wir jetzt nicht. Und links. Hinter dir! Was? Maschinengewehr. Für die Schrot finde ich hast du. Okay. Oh, Alter. Okay. Das war scheiße. Mach. Ja. Aber ich habe eine Hungerschau freigeschaltet, weil ich habe den Schaden geblockt. Okay, ich würde aber vielleicht sagen. Wir nutzen diese Gelegenheit für eine Pause. Aber ich hab mal in den Errungenschaften nachgeguckt, ja, und hab gesehen, dass wir noch nie Schaden geblockt haben. Wir haben noch auch noch eine, wo man sich für einen Angriff ducken soll. Jo. Ist auch noch. Okay. Okay. Ich bin gerade eben so seitlich ausgewischt, als der gesprungen ist. Ja, aber ich bin seitlich ausgewischt. Da müsste es auch noch eine Errungenschaft geben für. Das wäre okay. Krass. Sehen wir uns einfach in der nächsten Folge auf meinem Kanal wieder, ne? Aber ich verstehe jetzt, ich weiß, den gerade eben so buff, einen Schuss weg und der hat jetzt zwei Schuss ausgehalten. Und dann lebt der immer noch. Ja. Hallo? Was soll denn das? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ciao. Bis zur nächsten Folge.